Psychiatrie war ich 4 Mal gewesen, weil meine Mutter mit mir nicht mehr klargekommen ist. Ich feier uns so, wie wir sind. Ich feier uns so, wie wir sind. Ich bin zwar erst 19 Jahre, aber warte bereits mein zweites Wunschkind. Das erste Mal, wo ich schwanger mit 17, von meinem Ex-Freund, das hat aber nie geklappt, weil, ja, war nie der Richtige, sag ich mal so. Er hat so ein bisschen rumgedruckt, ich so, was hast du denn? Na, ich bin schwanger. Ich so, oh, das ist ja eigentlich ja nicht so schlecht, na, aber ein bisschen früh vielleicht. Naja, sagt sie, haben wir schon so lange probiert. Ich sag, scheiß auf das Früh, sag. Naja, dann werden wir diesmal auch packen. Sowohl es denn hieß, sie wollten ein Kind. Klar, irgendwo verständlich. Aber für mich war das zu früh. Aber wo sie mir dann nachher gesagt hat, sie ist schwanger von Tobi, die Freude ist da. Wo der Arzt dann sagte, damit eine Eileiterschwangerschaft besteht, ist der Mundwinkel von oben wieder nach unten gefallen. War dann praktisch eine Fehlgeburt. Und das war nicht sehr schön gerade, weil ja auch ein Wunschkind gewesen war. Aber was ja nicht an der richtigen Stelle war. Das hätte ja wieder eine Eileiterschwangerschaft sein können. Und wir waren gerade beim Umzug und deswegen der Stress dann noch mit zu und sie dann im Krankenhaus und das wäre scheiße gewesen. Zu dem Zeitpunkt also. Aber jetzt hat es geklappt und wir sind glücklich drüber. Hallo. 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 Ängste hat man immer. Ist egal, welche Schwangerschaft, da besteht immer irgendwo eine Angst. Auch um das eigene Kind besteht ja auch immer eine Angst. Wie das sich jetzt entwickelt, keine Ahnung. Also ich hoffe mal, ist das alles in Ordnung. Schauen wir. Sie sind heute zum zweiten Ultraschall gekommen, zum größten. Wir wollen das Kind ganz genau angucken, ob wir Hinweiszeichen sehen, dass das Kind möglicherweise eine Erkrankung, Entwicklungsstörung oder Fehlbildung hat. Dann wollen wir mal loslegen, ne? Mhm. Das ist das Köpfchen vom Baby. Wir gucken erstmal ganz einfach rundherum, wie es liegt. Jetzt gucken wir mal, dass er gut ernährt wird. Ernährt wird er ja über die Mama. Und anhand dieser Blutflussmuster und Kurven kann man sehen, ob er gut versorgt wird oder nicht. Mir ist jetzt nichts Nachteiliges aufgefallen. Das Kind ist der Schwangerschaftsdauer entsprechend normal entwickelt. Die Blutversorgung ist gut. Und da sollte einer normalen weiteren Entwicklung im Moment nichts im Wege stehen. Ne? Ja, wenn man vor dem Ultraschall mal denkt, ist vielleicht nichts in Ordnung oder irgendwas ist mit dem Kind. Aber wenn dann die Ärztin immer sagt, damit alles in Ordnung ist, ist es immer schön. Also ist schon ein schönes Gefühl, damit man da auch die Gewissheit hat, damit so weit mit dem Kind erstmal alles in Ordnung ist. Tschüss. 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 Or even think to leave a photograph. A photograph. Er hat sehr viel Ähnlichkeit mit Papa. Also das kann man jetzt wirklich schon sehen. Er hat noch nie so eine dicke Nase wie ich. Ist aber Papa, das sieht man. Ja. Das sieht man auch wirklich jetzt schon. Und jetzt habe ich es mal live gesehen. Ja. Ohne Vater aufzuwachsen war für mich, sag ich jetzt mal, gut. Auf eine Art. Weil ich kennengelernt habe, wie mein Vater war. Und ich fand das Leben mit meiner Mutter alleine viel besser. Kannst du dir eigentlich noch daran erinnern, für was die Schulverbote waren? Weil wir da unten auf dem Schulhof in der Pause Alkohol getrunken haben.
hatte ich die Klassenkonferenz gehabt. War ja nicht nur eine, glaube ich. Es waren ja, glaube ich, mehrere Klassenkonferenzen. Jo, aber die Prüfungen habe ich trotzdem alle bestanden. Hätte ich eigentlich nie mit gerechnet. Also das war für mich selber eine Überraschung. Psychiatrie war ich viermal gewesen, weil meine Mutter mit mir nicht mehr klargekommen ist. Du warst doch immer patzig mir gegenüber, oft patzig mir gegenüber. Was sich ja eigentlich auch ganz stark gelegt hat. Ja, weil ich jetzt, seitdem ich Amy habe, Verantwortung habe und ich weiß, was ich machen muss. Und da ich mein Kind über alles liebe und behalten will, mache ich das einfach nicht mehr. Bin ich vernünftig geworden. Bist du, das stimmt. Also du hast dich wirklich um 180 Grad gedreht und manchmal in manchen Situationen so ja ein bisschen mehr wie 180 Grad. Also das hast du wirklich super gemacht. Super ja, Amy hat mir von Anfang an den halt gegeben. Da kannst du dich immer so in meine Situation drin versetzen, wie ihr mir den halt gegeben habt. In meinen schweren Zeiten, meine Zeiten waren ja auch nicht die schönsten. Da warst du ja eigentlich der Hauptpunkt, der mir eigentlich immer die Kraft gegeben hat und auf Deutsch gesagt den Tritt im Arsch gegeben hat, damit das so funktioniert, wie es funktionieren soll. Komm, ich muss hier nochmal drücken. Guten Tag. Hallo. Sie sind bestimmt Frau Himmel. Ja. Wir haben Termin zur Kreißsaalbesichtigung. Genau. Ich bin die Hebamme Ellen Zucker und würde Ihnen den Kreißsaal zeigen. Mhm. Ist auch günstig, wir haben alles leer. Sie sind bestimmt der Papa, der zukünftige, hallo. Hallo. Und Sie, die? Mama. Die zukünftige Oma, genau. Denn? Gut. Schmerzhaft ist die erste Geburt abgelaufen. Also ich habe 7 Stunden in der Wehen gelegen und wollte eine PDA haben, aber ich habe mir das dann doch noch anders überlegt, weil ich Angst vor der Spritze hatte. Ansonsten war die sehr schmerzhaft. Ich würde Sie gerne erst mal fragen, haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, wie Sie Ihr Kind auf die Welt bringen wollen? Ich hätte vielleicht jetzt den Wunsch, den Hocker zu benutzen. Also den Hocker, sitzen. Also die sitzende Variante. Mhm. Genauso gut kann der Papa nachher mal Probesitzen machen, um einfach da mal mitzureden. Ja doch, nee. doch. Keine Angst, die fallen nicht runter. Stört das Kissen oder soll ich es erst noch mal kurz weg? Nee, das geht so. So, dann können Sie die Füße mal hier raufstellen. Und Sie merken, dass Sie sehr entspannt im Becken sind. Jo. Lassen Sie die Hände mal ruhig mal los, kurz. Und es ist eigentlich das Gefühl wie eine Schaukel. Ja. Ne? Ich fühle mich super, ja. Also für mich ist das die richtige Wahl. So, nun lassen wir Ihren Mann mal drin sitzen. Auch wieder so in die Mitte stellen, genauso wie es Ihre Frau gemacht hat schon. Passen Sie gerne. Doch, da passen Sie rein. Ja, meine Frauen sind doppelt so breit wie Sie. So, hinsetzen, genau. Und nun merken Sie, dass das gar nicht anstrengend ist, da drin zu sitzen, ne? Ich würde jetzt auch sagen, so zum Zocken ist das Ding nicht so schlecht. Sehen Sie. Sie haben auch die Möglichkeit, nicht nur auf dem Rücken zu liegen, Sie können sich auf die Seite drehen, Sie können sich hinsetzen in der Wanne, Sie können sich hinstellen in der Wanne, also auch die Position verändern. Hm. Immer wieder mit dem Blick darauf, dass Sie entspannt sind, locker lassen, in den Wehen, gerade wo Ihr Baby immer tiefer tritt. Hm. Ne? Die nächste Variante wäre auch im Bett. Wenn Sie jetzt erschöpft sein sollten und möchten sich auch mal ein bisschen ausruhen, kann man genauso auch mit dem Bett die Möglichkeit machen, dass Sie im Sitzen entbinden. Mhm. Ja? Man hat wirklich sehr viele Möglichkeiten zu entbinden. Das, was ich Ihnen jetzt alles gezeigt habe, das Einzige, was ich noch nicht erlebt habe, war Kopfstand, sage ich mal. Mhm. Sonst hat man dann alles. Ich weiß momentan gar nicht, wie ich das jetzt so beschreiben soll, weil das hört sich jetzt schon richtig stressig an, denn nachher die Zeit über, wo sie dann hier drin ist. Ja, weiß ich nicht. Aber du stehst zu deiner Entscheidung? Ja, also ich werde hier trotzdem beisehen, ihr unterstützen, versuchen alles, werde ich alles machen. Ich stehe meinem Schwiegersohn bestimmt bald mehr bei wie meiner Tochter. Nee, aber ich möchte meiner Tochter schon beistehen, weil ich kann sie ja doch ein bisschen anders unterstützen, weil der Papa kennt das nicht. Er soll mit bei sein, davon abgesehen, na, aber ich denke mal, die Unterstützung erhofft sie sich mehr von ihrer eigenen Mutter. Wir fahren öfter nach Polen, weil da die Sachen billiger sind, auch Kinderwagen. Wir haben ja den Kinderwagen für Amy gekauft schon. Und das macht schon um die 80, 90 Euro, macht das schon aus gegenüber in Deutschland. Ich zeige Ihnen alles. Griff ist verstellbar, 2 Knöpfe drinnen und verstellbar. Hier ist Tasche. Regenverdeck und Moskitonetz ist drin. Mhm. Matratze abmachen zum Waschen.
Weiße Teile auch abmachen zum Waschen. Schraube abmachen, Dach hoch. Abmachen. Einfach. Ja. Da das ein 3-in-1-Wagen ist, denke ich mal, würde der in Deutschland bestimmt schon seine 500 Euro kosten. Na, funktioniert? Jo. Bin zufrieden, ne? Hübsche Farbe. Sieht hübsch aus, der Kinderwagen. Ja, und hat viel. Ich fühle mich schon super vorbereitet, weil ich auch schon alles hab. Und meinetwegen kann er kommen. Ich feier uns so, wie wir sind.